Sıkıntı dinle 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 dinle. 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 Hep çocuk beni öldürecek. Allah mı toş. Bedelini ödedik içimiz yana yana yana. Alı tüyünü. Warum warst du so lange weg? Achso, Jan, und dazu komme ich auch noch. Sehr schöne Frage, Dankeschön. Ich war jetzt einen Monat, habe ich mein Instagram deaktiviert. Ja, ne, viele sagen Promo-Move und so. Tamam, ich will jetzt nicht diese machen. Nein, kein Promo-Move und so. Aber ich wollte sowieso mein Insta deaktivieren über Ramadan. Sowieso. Aber jetzt mit Ramadan zusammen plus, okay, dann dachten wir uns, ja, lass uns nach Ramadan direkt loslegen. So, alles hat gepasst. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ne, ich wollte sowieso einen Monat in Ramadan, wollte ich mein Insta deaktivieren. Bisschen Ruhe. Mit meiner Familie sein, Ruhe. Hat auch sehr gut getan, Freunde, ich bin euch ehrlich. So, ich muss auch natürlich an mich denken. Meine Psyche, meine Familie, wie es mir geht. Und es hat sehr gut getan. Ich war hier schön, ohne Instagram. Ja, ne, natürlich mit Fake-Account. Aber auf jeden Fall, so, es hat gut getan. Ich bin wieder geladen und ich habe wieder Bock auf Mucke und Bock auf... Bock auf, was habe ich, dann zu viel kritisieren, beziehungsweise so Dinge sagen, obwohl sie gar nicht wissen, wer ich bin, was ich mache, so was bei mir abgeht. Digga, wenn du meine Musik nicht feierst, hör meine Musik nicht. Hör meine Musik nicht. Korrekt, dankeschön, dass du auf meiner Seite bist und kommentierst und hatest. Aber wenn die Musik dir nicht gefällt, hör sie nicht, Bruder. Wenn sie dir nicht gefällt, dann gefällt es doch einem anderen. Und für diese Person mache ich das. Für diese Menschen, für die ganze QDH-Family mache ich das und weil ich Spaß daran habe. Ich will einfach Musik machen. Gefällt es dir nicht? Nimm deinen Weg, Bruder. Dann gibt es bestimmt irgendeinen Rapper, der dir gefällt. Hör den. Wenn du mich nicht hörst, alles gut. Psachtig. Nimm deinen Weg. Lärm.